Und dann noch Beispiele aus der Sunna, die zeigen, dass der Prophet die Menschen nicht zum Glauben gezwungen hat. Einmal sind sie rausgegangen zu einer Schlacht, die heißt die Schlacht von Delta Repa. Und das war gegen Leute von einem arabischen Stamm, die den Propheten angreifen wollten. Und unterwegs hat der Prophet sich hingelegt, weil er schlafen muss wie jeder Mensch, und sein Schwert an den Baum gehangen. Und plötzlich ist ein Feind gekommen, hat dieses Schwert vom Baum genommen und stand vor ihm mit dem Schwert und sagte: Fürchtest du mich nicht? Der Prophet sagte: Nein. Und da sagte er: Wer möchte dich jetzt vor mir retten? Der Prophet sagt: Allah. In manchen Überlieferungen wird gesagt, dreimal hat er das gesagt. Und in dem Moment fällt dieser Person, weil der Prophet diese Selbstsicherheit hatte, das Schwert aus der Hand. Und der diesem Mann fällt das Schwert aus der Hand und der Prophet nimmt das Schwert auf und sagt: Wer will dich jetzt von mir retten? Dann sagt der Prophet zu ihm: Bezeugst du, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist? Sallallahu alaihi wasallam. Daraufhin sagt er: Nein, aber ich werde dich nicht bekämpfen und ich werde keinen unterstützen, der gegen dich kämpft. Was hat der Prophet zum Lauf gemacht? Er hat ihn laufen lassen. Eine Person, die ihn gerade töten wollte, hat der Prophet Frieden und Segen mit ihm laufen gelassen, obwohl er gerade ein Attentat auf den Propheten verüben wollte. Und der Prophet Frieden und Segen mit ihm nur durch Allah subhanahu wa ta'ala gerettet wurde. Dann gibt es die Geschichte von Umayr ibn Wahb. Das sind jetzt, wie gesagt, Beweise aus der Sunna, dass keiner zum Glauben gezwungen wurde. Denn der Prophet hätte diesen Mann auch nehmen können, hätte ihm das Schwert an den Hals hängen können, hätte sagen können: Nimmst du jetzt den Islam an oder ich schneide dir die Kehle durch. Aber was hat er gemacht? Obwohl dieser Mann sogar die Todesstrafe verdient hätte, er wollte den Propheten gerade töten, war der Prophet barmherzig mit ihm, ja, weil dieser Mann gesagt hat: Ich werde dich nicht bekämpfen, ich werde keinem helfen, gegen dich zu kämpfen. Und er hat den Islam aber gar nicht angenommen. Das heißt, die Bedingung, ihn laufen zu lassen, war hier, dass er nicht gegen den Propheten kämpft und keinen unterstützte, gegen ihn kämpft. Wäre das Verständnis des Propheten Frieden und Segen mit ihm gewesen, die Menschen zum Glauben zu zwingen, hätte ihn gezwungen. Und deswegen sagen wir: Leute, die heute Menschen zum Glauben zwingen, folgen nicht dem Weg des Propheten. Dann Umayr bin Wahb saß mit Safwan ibn Umayr an der Kaaba und er meinte, dass er den Propheten töten wollte, aber er hat Schulden, es muss sich immer um die Familie kümmern. Daraufhin sagte Safwan ibn Umayr: Ich werde mich um deine Familie kümmern. Mach. Umayr bin Wahb nahm sein Schwert und machte sogar Gift an das Schwert und ging zum Propheten a.s. nach Medina. Und kam dort rein. Umar al-Khattab radiallahu anhu war sofort misstrauisch. Er hat ihn sofort Feind Allahs und Hund genannt. Weil er wusste, das ist ein Feind. Und er hat das sofort gerochen: Dieser Mensch hat nichts Gutes vor. Jetzt kam Umayr bin Wahb zum Propheten a.s. Und der Prophet sagt zu ihm: Wofür bist du gekommen? Und er wollte sagen: Ja, es gibt hier Gefangene, ich besuchen will meinen Sohn und so weiter. Ja. Und dann sagt der Prophet: Sinngemäß, lüg nicht. Du saßt an der Kaaba mit Safwan ibn Umayr und du hast dieses und jenes gesagt und Safwan ibn Umayr hat dieses und jenes gesagt. Und dann hast du gesagt: Ich werde hingehen und ihn töten. Und bist hier hingekommen, um mich zu töten. So gesehen hat, sagte der Prophet sinngemäß. Was sagt du, Umayr ibn Wahb? Er hat sofort den Islam angenommen, weil er gesagt hat: Niemand konnte das wissen, was dort an der Kaaba passiert ist, außer, das konnte niemand wissen, außer wir beide. Also außer Safwan und Umayr. Das heißt, das beweist, dass du wirklich ein, ja, in Klammer, ein Prophet bist. Und so nahm Umayr ibn Wahb den Islam an.
Man könnte jetzt sagen, ja, okay, da hat er den Islam angenommen, aber was ich hiermit sagen will, das zeigt zumindest, dass der Prophet a.s.w. kein blutrünstiger Mensch war, der rachsüchtig war. Er hätte auch sagen können, ich vertraue dir nicht, du hast erst jetzt den Islam angenommen, wo wir dich gepackt haben, und hätte ihn abschlachten können. Aber das zeigt die Barmherzigkeit des Propheten a.s.w. Bei der Eroberung von Mekka, was sagte der Prophet a.s.w. zu den Leuten, die ihm praktisch seit über 20 Jahren nicht gefolgt sind und seit Jahren bekämpft haben, teilweise Leute getötet haben, die mit ihm waren oder daran mitschuld waren, dass Leute aus seiner Familie getötet wurden. Was sagt er? Irhabu verentum tulaqa. Geht, denn ihr seid frei. Warum hat er sie nicht genommen? Er hat sie sowieso überwältigt, sie hatten keine Chance, sich zu verteidigen, hat sie alle hingelegt, hat sie abgeschafft, gesagt, komm, nimm Islam oder ich schlachte dich ab. Hatte der Prophet a.s.w. nicht gemacht. Sondern er hat sie sogar freigelassen. Und er hat Safwan ibn Umayyah, der Sohn von Umayyah ibn Khalaf, einer der größten Feinde des Islams, die Person, die Bilal ibn Rabah radiallahu anhu so gefoltert hat, er hat ihm Zeit gegeben zu überlegen, um den Islam anzunehmen. Ja. Und frei rumlaufen lassen. Er hat ihn nicht hingelegt in eine Reihe, hat gesagt, jetzt nimmt den Islam oder wir schlachten euch ab. Sondern er hat diese Leute freigelassen. Und dadurch haben Leute den Islam angenommen, durch diese Barmherzigkeit, die vorher die größten Feinde des Islams waren, wie zum Beispiel Safwan ibn Umayyah und Ikrimah ibn Abi Jahl. Und diese Leute wurden nachher Leute, die sich für den Islam eingesetzt haben, durch die Barmherzigkeit des Propheten. Aber was zeigt das alles? Diese sechs Punkte mit ihren Beispielen zeigen, dass es keinen Zwang in der Religion gibt. Das heißt, wir Muslime zwingen niemanden dazu, den Islam anzunehmen. Die Logik spricht dagegen, weil uns das selber nur schaden würde, Leute zum Islam zu zwingen. Die Gegenwart zeigt das Gegenteil, denn viele Menschen heutzutage nehmen den Islam an, ohne den geringsten Zwang. Die Geschichte zeigt, es gibt kein Beispiel dafür in der Geschichte. Es gibt Beispiele dafür, dass Länder erobert wurden. Dafür gibt es Beispiele, das heißt, dass das islamische Gebiet ausgeweitet wurde. Aber nicht, dass die Menschen dort, dass ein einziger zum Islam gezwungen wurde. Es, die Überbleibsel der Nichtmuslime in den islamischen Ländern, die logischerweise nicht vorhanden sein könnten, wenn der Islam befohlen hätte, die Menschen zum Islam zu zwingen, denn es wäre ein leichtes gewesen, die Jesiden beispielsweise innerhalb von 1400 Jahren, fast 1400 Jahren auszurotten. Es wäre ein leichtes gewesen, die Christen in den islamischen Ländern auszurotten. Es wäre ein leichtes gewesen. Es gab diese Pogrome nicht. Sondern ganz im Gegenteil, es gab sogar Rechte, dass sie in den Kirchen erzählen durften, was sie wollen, und dass sie sogar unter sich nach ihrem eigenen Buch, das heißt Evangelium, Tora etc., richten durften. Das muss man mal sich vorstellen. So, dann Koranverse, wie zum Beispiel Sure 2, Vers 255 und Sure 10, Vers 99, wo explizit gesagt wird, wie zum Beispiel in Sure 2, Vers 255, La ikra fi din, es gibt keinen Zwang im Glauben. In Sure 10, Vers 99, Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, willst du die Menschen zwingen, dass sie Gläubige werden sollen? Ja? Und halt die verschiedenen Beispiele aus der Sunna, die ich gerade erwähnt habe, ja, die ganz klar und eindeutig zeigen, dass der Prophet a.s. nicht die Intention hatte, Menschen dazu zu zwingen, den Islam anzunehmen. Es wurde keinem mehr das Messer an die Kehle gelegt und sagt, nimm den Islam an oder wir töten dich. Und deswegen sehen wir es auch als islamisch illegal an, so etwas heute oder in irgendeiner Zeit zu tun. Jazakumullah khairan, alles was richtig war von Allah und alles was falsch war, war von meiner eigenen, bescheidenen, schwachen Seele und vom Schatan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك